Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Prey mit Paxtus. Genau, da wollten wir noch rein und... Moment, ja. Okay. Ich habe eigentlich mein Büro gesucht, aber das auch nicht so richtig. Ich habe es nicht wirklich gefunden. Recyclerladungen. Da mehrere Phantome? Das sieht fast so aus. Scheiße, wir haben auch fast keine Munition mehr. 13 noch, was Pumpgun angeht. Ich muss mit den Recycler-Ladungen arbeiten und hoffen, dass... dass das funktioniert. Ich glaube, es ist fast tot. Okay. Ich denke und hoffe mal, dass hier bloß die zwei Phantome drin waren und sonst kein weiteres. Aber mir fällt gerade ein, es könnten natürlich irgendwelche Mimics hier abhängen, deswegen lieber mal die Bude scannen. Kostet ja nichts. Okay. Ich habe jetzt keine gesehen, also wenn er sich jetzt irgendwo hier brillant in der Ecke versteckt, dann herzlichen Glückwunsch, aber ich würde mal sagen, ach ja, wir sammeln mal. Das Feuer lassen wir einfach mal brennen, oder? Ach nee, komm, wir sind Feuerwehrmann als Hobby quasi und deswegen. Ja, ich wollte eigentlich in mein Büro, um da mal den Recycler anzuwerfen, das ist gut, dass wir hier noch ein paar Sachen finden, und neue Munition zu basteln, weil wir einfach überhaupt gar keine Munition mehr haben. Zumindest für die Pistole haben wir gar keine mehr. Und für die Pumpgun, wie ihr seht, noch 11. 11 Schuss. Noch nicht viel, das ist sehr wenig. Und wenn wieder irgend so ein Bossmonster kommt, dann könnte das halt schon ziemlich knapp werden. Keine passende Schlüsselkarte. Authorized Person. Personal only, okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Ersatzteile haben wir in letzter Zeit echt wenig gebraucht. Wir mussten einfach nichts mehr reparieren. Sonst ist hier anscheinend auch nichts. Was? Sicherheitsbüro nehmen. Ah! Nice. Wird dann wahrscheinlich für hier sein. What? Sicherheitsbüro. Ist das hier nicht Sicherheitsbüro? Also, ist es nicht, aber... Sind wir nicht gerade im Sicherheitsbüro drin? Ne, da hätten wir nicht die neue Schlüsselkarte bekommen. Naja, keine Ahnung. Stuff Lounge. Eigentlich suche ich jetzt gerade in erster Linie... mein Büro. Und ja, in allererster Linie mein Büro und ich meine, ich kann mit Sicherheit auch einfach auf die Karte gucken, aber es wird zu leicht. Wie viele Mimics liegen denn hier rum? Wo ist denn die Mimik gleich hin? Okay. Wo ist denn die andere hin? Ich habe jetzt den einen hier zerschmettert. Komisch. Noch mehr? Schön, dass hier direkt mal drei waren. Vor allem, wie viele Mimics sind, vor allem alle als Stuhl getarnt, wie es aussieht.
Okay. Aha. Hier waren wir aber scheinbar, oder? Jetzt müssen wir nur die Leiche durchsuchen. Nee, hier waren wir noch gar nicht. Ach, das erklärt natürlich alles. Also warum hier noch auf Mimis rumhängen. Ja, sagt mir das doch. Verdammt. Oh, hier können wir zumindest mal recyceln, aber wir brauchen halt auch das andere. Schrott. So. Was haben wir noch? Haben wir irgendwelche Waffen doppelt? Das sieht doch ganz danach aus. Oh, wir haben sogar. Geil, wir haben die Pistole sogar insgesamt viermal. Schrotflinte haben wir insgesamt dreimal. Auch geil. Also wenn das nicht anständig was gibt, dann weiß ich auch nicht. Rotzange haben wir auch noch einmal. Ich glaube, das war's. Okay, jetzt hätte ich ehrlich gesagt mit mehr gerechnet, aber besser als nichts. So. Dann haben wir ja auch die Sachen hier vielleicht auch nicht gelesen. Das ist alle Kunst auf der Talos 1. Die Transtar Corporation beauftragte mehrere bekannte Künstler, Arbeiten extra für die Talos 1 zu erschaffen. Die orbitale Forschungs- und Entwicklungseinrichtung, die uns die Neuromods und viele weitere technische Wunder gebracht hat. Der berühmte belgische Bildhauer Frederik Smart schuf das Werk Rauchzeichen, das in der Mitte des Speisesaals der Angestellten steht. Die nur als Jessie bekannte Installationskünstlerin baute anmutig in der Lobby der Talos einschwebende Kette aus marmorierten Glastafeln. Der ehemalige Straßenkünstler Patrick O. entwarf in seinem bekannten geometrischen Stil schließlich eine Reihe exklusiver Plakate mit Abbildungen unterschiedlicher Weltraumthemen, darunter Umlaufbahnen und Sonnenfinsternisse. Von ihm stammt auch das Neuromod-Werbebild mit der Schauspielerin Daisy Prince. Kunst inspiriert, befeuert unsere Kreativität, lässt uns über die Gegenwart hinaus einen Blick auf Dinge werfen, die möglich sein könnten, äußerte sich dazu Stranster-Präsident Alex Yu. Mein böser großer Bruder, Pioniere der privaten Raumfahrt. Auf einer Raumstation wie der Talos zu arbeiten, ist vergleichbar mit der Arbeit auf der Erde. Die Leute vergessen irgendwann, dass sie sich im Weltraum befinden und passen sich sehr gut an. Im Gegensatz dazu konnte im Rahmen einer 10-jährigen Studie mit dem Personal der Pytheas-Einrichtung eine Vielzahl psychologischer und das Verhalten betreffender Daten gesammelt werden. Pytheas befindet sich tief in einem Krater am Mondpol, liegt dauerhaft im Schatten und ist kilometerweit umgeben von Eis. Darunter befindet sich ein gewaltiges Netzwerk aus beengten Tunneln, in denen Helium-3, Wasserstoff und Platin abgebaut werden. Solch eine düstere, kalte und gelegentlich auch furchteinflößende Arbeitsumgebung, abgeschnitten vom warmen Leuchten der Erde, fordert mitunter einen schweren und oftmals auch katastrophalen Tribut von der Mannschaft. Okay. Ja, da müssen wir uns jetzt hier etwas genauer umschauen. Ah, verdammt, jetzt können wir noch mehr recyceln. Etwas genauer umschauen, nachdem wir. Ach, in der Mikrowelle ist sogar was drin. Nachdem wir hier doch noch nicht waren, aber wir scheinen unsere Vorräte mal auffüllen zu können. Das ist doch schon mal gut. Auch wieder viel Essen. Wie haben wir denn jetzt? Ach, wir haben über 39. Nicht über, sondern 39. Nice. Oh, noch eine Leiche. Bist du unterwegs? Unterwegs wohin? Octavia, es hat einen Alarm gegeben. Wir müssen uns sammeln. Wie schön, dass du dir Sorgen machst. Aber es hat schon früher Alarme gegeben und ich muss bis zum Ende meiner Schicht noch drei von diesen tollen Staubsaugern reparieren. Oh, jetzt sind es vier. Gerade wurde noch einer gebracht. Diese Dinger sind der reinste Schrott. Ich glaube, das ist keine Übung, Octavia. Ich schicke dir den Code. Bitte, komm sofort zu den Fluchtkapseln. Bitte. Internationale Kunst auf der Talos 1, das lag hier schon. Das habe ich schon gelesen. Ach ja, hier geht's ja nicht lang. Ach, verdammt nochmal. Dieser Dreck nicht weggeht, das kann doch nicht sein. Das sieht so unstabil aus. Muss ich den ganzen Umweg gehen? Also es kann ja nur noch da drüben sein, mein Büro ist. Wenn es da unten, wenn es auf der rechten Seite nicht, dann muss es auf der linken sein. Ich hätte halt schwören können, wäre auf der rechten gewesen. Gehen wir hier lang, wo uns keiner auf den Sack geht. Hier sind wir richtig, aber ich hätte echt gedacht, das wäre genau auf der anderen Seite gewesen. Merkwürdig. Was sind denn das jetzt eigentlich für krasse
Waffen oder Gegenstände, die ich in meinem Büro mitnehmen kann. Ich verstehe das bis heute nicht, weil hier ist einfach sonst nichts mehr. Hallo? Sie wiesen mich an, die Testabläufe zu sabotieren, falls Alex sie nicht befreien würde oder die Typhon-Organismen aus der Verwahrung ausbrechen würden. Beides ist eingetreten. Den Gewinner des vierteljährlichen Mitarbeiter-Innovations... Ihr Büro ist relativ sicher. Kommen Sie zurück, wenn Sie sich ausruhen oder den Fabrikator benutzen möchten. Ausruhen im Sinne von einfach nichts tun, oder? In welchem Sinne? Aber ja, wir recyceln nochmal ganz schnell den neuen Schrott, den wir eingesammelt haben. Waffen haben wir keinen doppelt. Wie viele Neuromods haben wir eigentlich zurzeit? 4. Was kostet denn, wenn wir jetzt den Anzug auf die höchste Stufe bringen? Was ist das? Hacker 4, das brauchen wir eh nicht. Stoppwechselboost verdoppelt die Dauer des Wohlgenährt-Bonus sowie durch verzerrte Nahrung erhalten Gesundheit. Erhöht deine maximale Psi, ja, das ist Schrott. Techniker. Anzug kostet 6, okay. Mögliche Verwendung von Waffen-Upgrades, um durch den Standard entsprechende Testsicherheitswaffen über Modifikationen zu verbessern. Es gibt schon noch einiges, was ich da gerne boosten würde, aber wir haben einfach in letzter Zeit verdammt wenige Neuromods gefunden. Und jetzt brauchen wir natürlich vor allem erstmal Schrotpatronen. Ich brauche halt auch Pistole, ne? Ich habe echt gemerkt, bei manchen Kämpfen ist Pistole einfach geiler. Ich überlege halt gerade, 9mm, da können wir jetzt bauen. Das kostet halt auch 3, das ist halt scheiße. Das ist halt so teuer. Das, ich glaube, das Eisen oder halt, das ist, glaube ich, nicht organisches Material. Metalle und sowas. Das ist die Frage. So, jetzt haben wir halt... Schrotpatronen. Haben wir gerade mal 33, 9mm haben wir halt gar nichts. Also einmal stelle ich es auf jeden Fall her. Da ist aber relativ viel drin, das ist der Vorteil. 30. So, wir können jetzt noch, dann würde ich sagen, machen wir noch einmal Pistole und noch einmal Schrot. Wir haben jetzt immerhin 60 Schuss Pistole und 45 Schrot, das ist... Ich habe gemerkt, wenn man doch ein, zwei Bosskämpfe bekommt, ist es nicht optimal, aber es ist auch nicht schlecht. So, versiegle den Außenrumpf. Dechiffrierungs mehrere Ziele. Psychotronik Leichenhalle. Dann gehen wir erstmal zum Dechiffrierungsschlüssel, der hier wohl auf der Ebene ist. Aha! Hallo? Ist irgendwas Böses drin? Nicht so aus. Perfekt. Lass mich raten, hier finden wir wieder irgendwelchen Schrott und waren aber gerade eben erst recyceln, aber okay. Wir müssen ja nicht wegen jeden kleinen Metall und Schleimklumpen zurückgehen und zum Recycler, zumal wir die Recycler sowieso mal auf dem Weg irgendwo treffen. Immer das gleiche drin. Spirulite-Cookies oder Spiralite-Cookies. Mehr Schränke. Oh, ein Tresor. Mit Stufe 2. Kriegen wir auf jeden Fall geknackt, aber vielleicht finden wir ja auch irgendwo den Code. Zum Beispiel halt. Aber warum können wir das nicht aufmachen? Dann hätten wir mal frische Zigarren und keine angerauchten. Dateien. Dechiffrierungsschlüssel. Hör die entschlüsselte Transcribe-Nachricht an. Morgens Psychotest. Hendrik, bitte entfernen Sie sofort alle... Finde eine psychologische Beurteilung. Bitte entfernen Sie sofort alle vertraulichen Daten aus dem Psychotest. Bitte entfernen Sie sofort alle vertraulichen Daten aus dem Psychotest. Besonders die von morgens Sitzungsprotokollen. Schicken Sie mir alles in mein Büro und benutzen Sie von nun an ausschließlich einen verschlüsselten Transcribe-Kanal. Ich habe Ihnen den Dechiffrierungsschlüssel schon geschickt. Sie müssten ihn an Ihrem Terminal herunterladen können. Personen unter Quarantäne stellen. Hendrik,
Trevor Young ist einer unserer Wissenschaftler. Er hat den inneren Verwahrungsbereich ohne ausreichenden Schutz betreten. Er steht derzeit in der Psychotronik unter Beobachtung und wir haben ihn sicherheitshalber alle neuesten Neuromods entfernt. Wir würden ihn aber gerne weiter unter Standardquarantäne stellen, bis wir sicher sind, dass der Vorfall keine dauerhaften psychischen Auswirkungen hatte. Arbeiten Sie mit Dr. Cole zusammen. Danke. Alex Hugo, war's, ne? Zelluläre Gesellschaft. Und doch können die Einflüsse medizinischer Technologien auf die Normen der Gesellschaft noch ausgeprägter sein. Um ein Beispiel aus jüngster Zeit heranzuziehen, muss man sich nur daran erinnern, dass die Angewohnheit des Rauchens oftmals missbilligt wurde, bis Fortschritte in der Nahrungsmittelbranche die Aufnahme von Mikrokugeln ermöglichten, die Krebszellen fingen und aus dem Körper ausschießen. Gleichzeitig waren innerhalb einer Generation sowohl die Angst vor Krebs als auch die Stigmatisierung des Rauchens verschwunden. Mittlerweile rangiert die Schädlichkeit des Rauchens vom Empfinden her auf derselben Stufe wie das Trinken von Limonade. Mhm. Okay, wir haben den Code nicht gefunden, wir knacken ihn also. Na, zumindest das erste scheint ziemlich einfach zu sein. Und das zweite eigentlich auch, weil wir unten lang gehen können, wo halt keine nervigen Roten sind. Immerhin, Neuromods. Sehr gut, sehr gut. So, wir sollten irgendein Transcribe. Anhören. Moment. Ursache keine Schäden. So. Hörte die entschlüsselte Transcribe-Nachricht an. Finde deine psychologischen Lade de Vries. Alex wollte, dass Hendrik de Vries ihm ein Protokoll einer psychologischen Beurteilung bringt. Meiner Beurteilung. De Vries hat für die Kommunikation mit Alex eine spezielle Verbindung verwendet. Also reicht es eventuell nicht aus, nur ihre Transcribe-Nachricht zu finden. Haben wir die jetzt schon? Oder haben wir die jetzt noch nicht? Das ist dann wahrscheinlich bei Audiologs, oder? Das ist keine Übung. Ja, das haben wir gerade angehört. Das hier, morgens Zusammenbruch. Alex! Verdammt! Warten Sie! Ich entschlüssele den Rest. Okay, Dr. Cole hat die Aufzeichnung von morgens Zusammenbruch auf seinem Computer gelöscht. Die letzte Kopie ist in seinem Büro versteckt. Ich gehe nicht zurück. Sie müssen sie sich selbst holen. A, C, B, A, C. Viel Glück! Hör die Hände daher, drücke O. Betritt die Datenzentrale Arboretum. Ich muss zur Datenzentrale, die über das Arboretum erreichbar ist, wo ich einen Fabrikatorplan für meinen Zündschlüssel versteckt habe. Sobald ich meinen Zündschlüssel habe, können Alex und ich die Talos 1 zerstören. Ich suche Dr. Kohls Büro. Abi. Psychotronik Leichenhalle. Cooles Büro. Ach so, das ist direkt hier. Na, zum Glück bin ich immer runtergegangen. Aber hier waren wir schon mal. Guter Kopf, erfolgreicher Kopf. Sitzungsprotokoll Dr. Calvino und Daten übertragen. War man doch schon mal drin? Hab ich das nicht schon mal gemacht? Erzählen Sie mir von dem Traum. Der Traum, ja, er spielt immer in meinem Labor und ich stehe vor dem Looking Glass. Sind Sie allein? Ja. Was sehen Sie da im Looking Glass? Nichts. Zuerst. Ich will es nicht einschalten. Aber ich kann nicht anders. Ich muss es einschalten. Und es ist wie der Mittelpunkt eines schwarzen Lochs. Eine immense Dunkelheit. Da ist etwas. Es schwimmt durch die Schwärze. Ich kann es erahnen. Ich erahne seine Form. Es fühlt sich an, als wolle es durchdringen.
auf meine Seite. Ich muss das Looking Glass ausschalten, bevor es mich sieht. Aber ich wache immer auf, bevor ich dazu komme. Wie sieht sie aus? Die Form im Looking Glass? Vergessen Sie's. Sieht sie aus wie auf diesem Bild? Dr. Calvino, sieht sie so aus? Nein. Sind Sie sicher? Wo haben Sie diese Zeichnung her? Haben Sie mich überwacht? Ich will nicht mehr mit Ihnen reden. Okay, die Sachen haben wir anscheinend doch noch nicht angehört. Habe ich irgendwie übersehen. Sarah Ellison. Sarai, kommen Sie rein. Sarah, aber nennen Sie mich Chief Eleazar. Matt. Matthias, bitte. Entschuldigen Sie, aber laut meiner Daten heißen Sie Sarai. Das hatten wir schon. Meine Mutter hat den Namen ein wenig angepasst. Geht das jetzt 59 Minuten so weiter? Dann können wir die Sache auch abkürzen. Wir haben über Ihre Mutter gesprochen. Ich dachte, vielleicht könnten wir heute über Ihre berufliche Laufbahn reden, die sich daraus ergeben hat. Der Militärdienst war keine Flucht vor Ihrem Gemecker, Matt. Ich war einfach rastlos. Und das hat sich gebessert? Sind Sie jetzt nicht mehr rastlos? Es geht mir gut. Ihr letzter Einsatz war die Evakuierung und in den Berichten darüber... Ich habe so viele gerettet, wie ich konnte. 100 Zivilisten für jeden verlorenen Soldaten. Ja, tragisch. Dennoch, Soldaten unter Ihrem Kommando zu verlieren... War es wert, sowohl für die Überlebenden als auch für den Frieden in der Region. Einen verlorenen Kampf zu führen, nicht gegen feindliche Truppen, sondern gegen eine Art Naturkatastrophe. Es war nicht natürlich, es war das Werk von Menschen. Es hat mich auf das hier vorbereitet, Dr. Cole. Auf dieser Station ist es das Gleiche. Es wird eine Katastrophe geben. Wir sind gut ausgebildet und schlecht ausgerüstet. Die Forschung ist gefährlich. Die Ergebnisse geheim zu halten ist gefährlich. Daran besteht ja wohl kein Zweifel. Sitzungsprotokoll von Daniele Show. Oder so ähnlich. Diese Psychotests sind Zeitverschwendung. Zeitverschwendung? Wie auf der Erde? Das war etwas anderes. War es das? Wut, Probleme mit Autorität? Ein Jahr Therapie klingt nicht gerade harmlos. Diese Informationen sollten eigentlich vertraulich sein. Sind Sie wütend? Allmählich ja. Sind Sie sexuell aktiv? Oder aktuell nicht? Nein. Ich dachte, Sie und Miss Foy, die Sanitärtechnikerin, wurden zusammen gesehen. Sie ist die Leiterin des Sanitärbereichs und wir haben keine Beziehung. Nicht mehr. Ach, und diese Trennung, haben Sie sich geärgert? Probleme mit Autorität. Scheiße, ich bin fertig hier. Melden Sie mich ruhig den Jus, ist mir egal. Sie bringen die Station in Gefahr, so wie bei Transtar North und auf der Erde. Dreckskerle, Sie werden das unter Ihrem Psychoscheiß begraben. Ach, noch was. Guten Tag, Talos. Bei Verlust von Atmosphäre oder Schwerkraft und in kritischen Notfällen. Dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Und ich hoffe, dass wir dann beim nächsten Mal dieses Geheimnis hier in Coles Büro lüften werden. Keine Ahnung, was ich hier genau finden soll. Tschüss.